Einen wichtigen Teil des Tages verbringe ich damit, mich um unsere Tiere zu kümmern. Unsere Hunde Annie und Bob kommen dabei mit riesen Enthusiasmus mit. Sie kommen beide aus dem Tierheim und sind glücklich, ein neues Zuhause bei uns gefunden zu haben. Ich mag den Morgenrundgang zu den Tieren sehr. Alle sind froh, mich zu sehen. Unser Pflegepony Daisy ist die Nacht über mit den Eseln untergebracht. Alle Schafdamen leben zusammen. Selma ist die Älteste. Sie muss schon mehr als 12 Jahre alt sein. Und sie ist inzwischen im Ruhestand. Morgens hat sie immer etwas Schwierigkeiten mit Rheuma in ihrem Knie. Während sie mit den anderen beiden draußen ihr Frühstück isst, melke ich drinnen Harriet. Dann geht es auf die Wiese. Daisy kommt für eine Weile mit, bis es für sie an der Zeit ist, um ein wenig mit den Kindern zu arbeiten. Sie kam zu uns, weil ihre frühere Besitzerin für sie zu groß geworden ist und sie daher arbeitslos wurde. Hier gibt es wieder ausfüllende Arbeit für Daisy. Die Kinder, die hier zum therapeutischen Reiten kommen, lieben Daisy alle. Unsere drei Pferde, Henry, Winnie und Flora, sind die Nacht über auf der Weide und kommen den Tag über in den Paddock. Um ihnen den Anfang ihres Arbeitstages angenehmer zu gestalten, bekommen sie erstmal ein paar Handvoll Hafer zum Frühstück. Pferde sind momentan auf einer Weide, die ein ganzes Stück vom Hof entfernt ist. Daher habe ich mir eine Methode ausgedacht, mit der ich alle drei auf einmal in den Hof führen kann, ohne dass sie sich dabei gegenseitig anrempeln oder zu rennen beginnen. Die Gurte, die ich auch fürs therapeutische Reiten einsetze, kommen auf 2 von ihnen. Dann wird das jeweilige Folgepferd an dem Gurt des Vorderpferdes festgebunden und ich führe das vorderste Pferd, Winnie. Sie scheinen das ganz okay zu finden, so als Konvoi zu marschieren. Und die Hunde sind überzeugt, dass sie mir dabei riesig helfen. Flora ist die Jüngste. Henry ist ihr Vater und Winnie, Floras Mutter, ist die Chefin. Sie haben hierarchisch festgelegt, wer aus welcher Futterschüssel essen darf. Flora darf sie aber am Schluss immer alle sauber lecken. Auch die Esel kommen auf die Weide, es sei denn, sie werden in unserer therapeutischen Arbeit gebraucht, fürs Reiten oder Knuddeln. Sie kommen zu den 4 Schafjungs, die die ganze Zeit über draußen leben. Frascati ist ein sehr freundlicher Schafbock und passt gut auf seine Söhne auf. Im Herbst darf er wieder mit seinen Schafdamen in die Flitterwochen. Dann geht es zurück zum Haus mit der Milch. Und die Hunde und das Kaninchen bekommen ihr Frühstück. What?
Später am Morgen schauen wir nach den Meerschweinchen, die unter dem Haus leben und zum Grasen auf den Rasen hervorkommen. Und natürlich bekommen dann auch die Gänse, die Ente, die Hähne und die Hühner ihr Frühstück. Die Hennen bleiben immer bis zum späten Morgen im Hühnerhaus, damit sie dort ihre Eier legen und nicht irgendwo in den Büschen, wo ich sie nicht finden kann. Well done, Hens. You've done your job. Down one and then not so good. Und dann ist es endlich an der Zeit, dass auch wir uns ein zweites Frühstück gönnen können.